Schönen guten Abend, liebe Gäste. Herzlich willkommen hier in der Tautaula in Lichtenberg. Ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid, unserer Einladung gefolgt seid. Es geht heute um den Frieden. Am 1. September ist Weltfriedenstag, Antikriegstag, und wir als Linke, als Fraktion Die Linke im Bundestag, haben uns darauf verständigt, dass wir uns dafür einsetzen wollen, dass dieser Tag genutzt wird, dass Menschen über die Grenzen von Europa hinweg miteinander diskutieren, feiern und nach gemeinsamen Lösungen suchen. Wie können wir den Frieden in Europa erhalten? Wir verdanken Gesine eine wichtige Initiative, von der sie die Fraktion überzeugt hat, nämlich, dass wir einen europäischen Feiertag einführen müssen. Gerade bei der gegenwärtigen Krise der EU wäre es wichtig, dass man mal ein anderes kulturelles Zeichen setzt. Und sie hat dafür mit mir zusammen und anderen vorgeschlagen, den 1. September eben als den Weltfriedenstag, der in ganz Europa ein Feiertag werden sollte. Mit ganz Europa meinen wir nicht nur die Mitgliedsländer der Europäischen Union, sondern wirklich ganz Europa. Das heißt einschließlich Russland und aller anderen europäischen Länder. Das scheint uns ganz wichtig zu sein. Die Friedensfrage wird schon deshalb täglich wichtiger, weil der Krieg leider fast schon üblich geworden ist. Wie eine Selbstverständlichkeit werden wieder Kriege geführt. Aber das ganze Verhältnis zu Russland ist nicht in Ordnung. Die Sanktionen waren grottenfalsch. Und wenn die EU Sanktionen gegen Russland beschließt, dann kann natürlich Putin auch die EU nicht mehr leiden. Deshalb verbündet er sich dann auch mit Erdogan gegen die EU. Die vergessen immer, wer A sagt, muss wissen, das Alphabet geht bis Z. Man kriegt Antworten. Das war ein Grottenfehler. Die US-Interessen in Bezug auf Russland sind andere als die deutschen und die europäischen Interessen. Wir hätten von Anfang an auf Ausgleich gehen müssen, auf die Sanktionen verzichten müssen und eins begreifen müssen: Es gibt keinen Frieden, keine Sicherheit in Europa ohne, geschweige denn gegen Russland. Nun kritisiere ich die EU, wie ja wahrscheinlich viele von Ihnen auch. Ich sage, sie ist unsozial, sie ist undemokratisch, sie ist ökologisch nicht nachhaltig, sie ist intransparent. Ich sage bloß Beispiel die Verhandlungen zu CETA und TTIP und andere. Und sie ist außerdem noch bürokratisch. Jetzt macht die AfD es sich natürlich leicht und sagt, also weg damit. Und jetzt mache ich es schwer und sage, wir müssen sie retten. Wieso? Es gibt drei Gründe. Der erste Grund, wenn wir zurückkehren zu den alten Nationalstaaten, mal ganz abgesehen davon, dass ich nach dem Pickelhauben Deutschland also darauf wirklich nicht die geringste Lust habe, aber das lasse ich mal weg. Also wenn wir zurückkehren zu den alten Nationalstaaten, dann machen wir eine Entwicklung entgegen allen politischen und wirtschaftlichen Tendenzen in Europa. Denn wir haben eine globalisierte Wirtschaft. Es gibt immer mehr auch globale Politik. Und wir in Europa gehen zurück zu den alten Nationalstaaten. Und das heißt, wir haben dann gar keinen realen Wert als Nationalstaat weltwirtschaftlich. Als EU, ja, aber nicht als Nationalstaat. Wir können es weder mithalten mit den USA, noch mit China, noch mit Japan. Und das Zweite ist politisch. Was glauben Sie denn, was die einzelnen Nationalstaaten von Luxemburg bis einschließlich Deutschland für eine Rolle im Nahostkonflikt oder in anderen Konflikten spielen? Gar keine. Aber das wäre ja alles noch verkraftbar. Jetzt kommt der dritte, der entscheidende Punkt. Es hat noch nie zwischen zwei Mitgliedsländern der Europäischen Union einen Krieg gegeben. Noch nie. Aber die Kriege zwischen den jetzigen Mitgliedsländern der EU, bevor sie Mitgliedsländer der EU wurden, haben die gesamte europäische Geschichte gekennzeichnet. Ich möchte nicht, dass die alten Konflikte wieder entstehen und an irgendeiner Ecke in Europa es losgeht und wir dann selbstverständlich in Mitleidenschaft gezogen werden. Wenn es nur einen Vorteil der EU gäbe, und es ist dieser, genügt es, um sie zu retten. Aber man muss gleichzeitig darum kämpfen, dass sie demokratischer, sozialer, ökologisch nachhaltiger, transparenter und unbürokratischer wird. Das ist unsere Aufgabe. Und wir müssen endlich begreifen, die Kriege haben nie das gebracht, was den Leuten versprochen worden ist. In Afghanistan, ich habe gestern, war es gestern? Ja, mit Karzai zusammengesessen
und wir haben diskutiert, ist das Elend heute größer als vor Beginn des Krieges? Wir hatten vor dem Krieg schon Flüchtlinge aus Afghanistan, zählbar, heute fast unzählbar. Das haben wir mit angerichtet. Unsere Soldaten haben getötet und wurden zum Teil getötet. Und für die Mädchen hat sich nichts verbessert. Not und Elend haben zugenommen. Und dann sollten doch Al-Qaida vernichtet werden. Die sind bloß umgezogen nach Pakistan. Dann sollten die Taliban vernichtet werden. Dann haben sie mit Karzai gemeckert, dass der mit den Taliban redet. Ich sage, das ist doch der Gipfel. Wir schicken die Armeen hin, schaffen die Taliban nicht, lassen ihm die Taliban und dann verbieten wir ihm, mit denen zu reden. Der hat gar keine andere Chance. Die sind ja mächtig. Er kommt gar nicht umhin. Also wir müssen doch eins lernen. Kriege haben zu nichts geführt. Sie haben nur den Irak kaputt gemacht. Sie haben Libyen kaputt gemacht. Beim Irak ging es auch ums Erdöl. Wird ja nie gesagt, aber es steckte natürlich auch dahinter. Und deshalb muss Schluss sein mit Kriegen. Wir müssen immer und überall die demokratischen Kräfte unterstützen. Immer und überall. Und Deutschland muss aufhören, der drittgrößte Waffenexporteur der Welt zu sein. Wir hätten nach dem schlimmsten Krieg der Weltgeschichte, dem Zweiten Weltkrieg, der von Deutschland ausging und von keinem anderen Land, den Schluss ziehen müssen, dass wir nie wieder an Kriegen verdienen wollen. Wir müssen in Europa einen Schritt gehen, einen kulturellen Schritt. Ich bin dafür, dass alle Kinder ab erster Klasse von Russland bis Großbritannien die gleiche Fremdsprache erlernen, damit endlich eine Generation entsteht, die sich in einer Sprache verständigen kann. Ich befürchte und habe ja nichts dagegen, dass es Englisch ist, was natürlich wieder die Briten derart privilegiert. Aber wie wir das den Franzosen beibringen, weiß ich auch noch nicht. Aber wir müssen uns große Mühe geben. Das wäre mal ein wichtiger kultureller Schritt. Und wenn es uns dann noch gelänge, dass wir gerade den Weltfriedenstag zum ersten gemeinsamen europäischen Feiertag machen, das wäre doch mal ein Schlag gegen die Kriegstreiber, gegen die, die an Rüstung verdienen, gegen die Rechten. Und es wird höchste Zeit, dass uns das gelingt. Und ich bin und bleibe ein Zweckoptimist. Wenn wir nicht kämpfen, haben wir sowieso schon verloren. Also lasst uns weiter streiten und kämpfen. Und in diesem Sinne, alles Gute. Dankeschön.